Dieser freiheitliche Bundeskanzler, das wird der erste Diener des Volkes sein und kein Zuchtmeister von oben herab und kein Besserwisser und kein Manipulator und kein Zwangsbeglücker und vor allem keine Marionette für die mächtigen elitären Zirkel, die glauben, die Politik mit welchen auch Mitteln auch immer in ihre Abhängigkeit zu bringen und sie darin halten zu können. Das wird's nicht spielen. Mir kann der WEF und ähnliche Dinge gestohlen bleiben. Verstehe gar nicht, warum die alle da jedes Jahr hinpilgern. Heuer ja auch wieder. Journalisten, Politiker, zwei österreichische Minister, alle pilgern sie dorthin in die Schweiz zum Kocheck der neuen Weltordnung namens Schwab. Ein Freiheitlicher würde keinen Fuß in eine solche Veranstaltung setzen. Das ist ein Versprechen. Ja.